Denn es hat einen Grund, warum du mit 60% im Minus bist. Weil du zu falschen Bereichen eingekauft hast. Zum Glück auch Bitpanda da sofort genutzt und gut nachgekauft. Durch den Dip konnte ich in Wett auch einsteigen. Danke für eure Arbeit. Danke auch dir, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Der Bitpanda ist für alle Anfänger eine super, super sichere Exchange. Es gibt viele, viele sagen dann, oh, die Gebühren sind hoch. Die Gebühren sind da nicht hoch. Der Spread ist nur 1%. Was bedeutet das? Das heißt, zwischen dem Wert, wo ihr einkauft und das, was ihr erhaltet, da ist Spread hinter. Und das nimmt sich halt Bitpanda dann als Belohnung, als Bezahlung halt an. Ne? Aber dafür habt ihr einen so mörderisch sicheren Service, den sie da bieten. Ich meine, ganz, ganz wenige Exchanges haben ihre eigene Hardware-Wallets und das sind jetzt keine Nano Ledger X, das sind riesen Serveranlagen halt. Ne? Und auf institutionellem Niveau, sie bieten auch institutionellen die Lagerung von Kryptos und also was, die Aufbewahrung, über 12 Lizenzen europaweit. Ich bitte euch, zeigt mir mal eine Exchange außer Bitpanda in Europa, die so stark in Richtung in diese regulatorischen Frameworks mit reingegangen ist und Bestätigungen sich geholt hat in vielen verschiedenen Ländern, selbst in Europa, selbst in Deutschland mit der BaFin-Lizenz. Kundenassets und Betriebsassets werden getrennt voneinander aufbewahrt, genau wie bei Bitwarfu, was sehr, sehr wichtig ist. Spätestens dann, wenn es zu einer Insolvenz kommen sollte, Gott bewahre natürlich, hoffentlich bleibt Bitpanda fern, sieht auch gut aus, die haben einen stetigen Anstieg. Und wie gesagt, mit den Sparplänen, die ihr euch aufbauen könnt, mit Kryptos, mit verschiedenen Indizes, sie haben sogar selbst Krypto-Indizes, die ihr auch individuell gestalten könnt. Ihr könnt eure Sparpläne mit Krypto und Aktien erstellen, separat voneinander. Wunderschön gemacht. Es gibt einen weiteren Service, der kommt bald, wir werden noch darüber berichten. Wunderschön für all die, die sich noch nicht ganz sicher sind, ob sie in Kryptos reininvestieren möchten und passives Einkommen erwirtschaften wollen. Wir werden darüber berichten, sobald Bitpanda ihr Go gibt und sagt, ihr dürft darüber berichten. Herrliche Sachen, die da auf euch zukommen. Super Team, arbeiten stark. Ihr habt deutschen Support, wenn ihr da anruft und irgendwas sein sollte. Ich kann es vom reinsten Wissen und Gewissen weiterempfehlen. Bro, bitte deine Meinung, 60% meines Investments unten. Die Frage ist, was du jetzt von mir hören möchtest, mein Lieber. Willst du von mir hören, dass ich dir sage, geh im Minus raus, realisiere diesen Minus, kannst du steuerlich wieder geltend machen und kauf jetzt unten ein? Das werde ich nicht sagen. Sowas wirst du von mir niemals hören. Warum wirst du das von mir niemals hören? Ich kenne deine Erfahrungsstufe nicht. Das, was ich gerade die ganze Zeit erklärt habe. Wenn du wirklich Disziplin hast und sagst, hey, ich habe mir eine Strategie ausgebaut, ich verkaufe jetzt im Minus und kaufe direkt neu ein. Und das halte ich dann. Was, wenn die Altcoins nochmal 50% weiter nach unten gehen? Was machst du dann? Nochmal im Minus verkaufen und nochmal weiter unten einsteigen? Ich meine, irgendwo hebelt sich das doch dann wieder alles aus. Wenn du jetzt im Minus verkaufst und dir fest vorgenommen hast, ich kaufe jetzt wieder ein, dann aber doch merkst und sagst, warte mal, die Wirtschaftslage und all sowas, ich warte vielleicht doch ab. Und dann passiert genau das, was ich die ganze Zeit erklärt habe. Der Preis geht hoch, geht hoch, geht hoch und dann kaufst du viel weiter oben ein, letztendlich zu den Preisen, wo dein Minus begonnen hat. Das hängt ganz von deiner Erfahrung ab. Sehr schwer für mich aus meiner Position jetzt zu sagen, was du tun sollst oder nicht. Du musst dir sehr gute Gedanken machen, nimm einen Taschenrechner, kalkuliere dir die Sachen durch und finde da selber eine Lösung für dich. Es ist sehr, sehr schwer. Ich weiß, ich kenne deine Erfahrungsstufe nicht. Ich weiß nicht, ob du komplett blutiger Anfänger bist oder nicht, denn es hat einen Grund, warum du mit 60% im Minus bist, weil du zu falschen Bereichen eingekauft hast. Zeig, dass deine Erfahrungsstufe noch nicht genug ist, dass du diese Spiele spielst. Ist schwer für mich zu sagen, aber vielleicht hast du jetzt in diesem Jahr schon etwas mehr Erfahrung gesammelt und reagierst jetzt sogar anders. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich kann dir bei solchen Sachen nicht behilflich sein, mein Lieber. Das kann niemand anderes außer du selbst. Obwohl ich sehr, sehr gerne würde, aber ich kann es einfach nicht.